So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arion Free to Play mit der Lisa. Und dem Steve. Jo, wir haben jetzt eine ganze Weile eigentlich nicht mehr aufgenommen, aber zwischenzeitlich noch Ostern, dann kamen noch so andere Sachen, Projekte und Termine in den Weg. Jetzt haben wir es geschafft, endlich mal wieder einen Tag zu finden, wo wir ordentlich aufnehmen können. Und ja, ich denke, heute werden wir auch eine ganze Menge dann mal wieder aufnehmen. Wird ja auch dann mal wieder Zeit. Müssen uns jetzt allerdings erstmal wieder hier in unsere Charaktere reinfummeln. Weil, wie ihr wisst, haben wir ja noch 7 andere. Und da kommt man schon mal durcheinander. Was wollt ihr? So, yep. Bei ihm hier kann ich Bericht erstatten. Dann erstatte ich hier mal Bericht. So, jetzt. Wünscht ihr etwas von mir? Nee, ich habe meine Leisten ein bisschen sortiert. Das ist so wie bei dem Rest. Und ja. Ja, also erstmal muss ich Inventar sauber machen. Geht ja gar nicht. Ich mache in der Zeit schon mal nach Sanktum, okay? Musst du dein Inventar nicht mehr sauber machen? Ich hab doch gesagt, das hast du das immer doch gemacht. Wo ich mit den Chaos kurz durchgegangen bin. Okay, aber eigentlich war das ja Let's Play, ne? Nicht nebenbei, weil ich Chaos durchgehen. Ja, ja, aber jetzt hänge ich hier und darf noch Inventar sauber machen. Wahnsinn. Aber guck mal, das freut doch unsere Zuschauer, wenn du Inventar sauber machst. Da kann ich bei dir schon mal gucken, ob du ob Fertigkeiten ab 30 hast schon. Ja, ich denke mal eher ab 31. Ja, dann kannst du ja welche mitbringen. Ja, kann ich mir auch selber holen. Okay. Ah, die Goldpakete hat noch 6 Stunden. Wahnsinn. Aber okay, mir kam gerade den da entgegen gerannt mit einem Kürbis auf dem Kopf. Ja, warum nicht? Ne? Ja, warum nicht? So, ich muss sowieso noch Sanktum wegen Legi-Lagerhaus. Noch dort der Elementarsteine, die müssen weg. Stimmt. Ja, ich auch. Also, ich wünschte, das kann verreisen. Ariel Luma. Ariels Licht mit euch. Ja, 31 Stück. Scheint auf uns. Möge Arion euch beschützen. Gucke ich mir gleich an und hole ich mir auch gleich. Habe ich 4 Stück. Ah, geil. Stimmt, hier hat man ja auch noch ein bisschen anderes Pad. Ja? Braucht ihr irgendwas? Oh, hier habe ich noch mein Standardpad. Dein Rippet. Ja. Ja, ich auch. Ariel Luma. Seid gegrüßt. Für die imperianischen. Ich wollte gerade was und hab's vergessen. Hä? Ich wollte gerade was und hab's vergessen. Ist gut. Finde ich auch. Hä? Finde ich auch. So. So. Erstmal hinter. Oh, ich habe gerade 222 Stigma-Scherben in meinem Inventar. Und. 2. Ich habe eigentlich gerade im Regelager was an Geld. 8 Millionen 600.000, okay. Und 11.
Die 11 kommen, weil du ja nur ins mit drauf hattest, ich hab den 10. mit noch mit drauf. Gut, der eine war zwar nicht von mir, aber... Okay. Ich? Nee. Okay. Treue und Waffen. So, was wollte ich hier noch? Wie sieht's bei mir eigentlich mit Stigmata aus? Mal gucken. Ich eigentlich schon mit den beiden in Wärteren wegen den Sachen? Weiß ich nicht. Weil ich hatte im Inventar Dinge, die wir von dem eigentlich bekommen haben. Aber schon hatten. Hm? Ich kann erklären. Wie zum Beispiel hier das Großschwert, was ich habe. Das habe ich gleich nochmal im Inventar gehabt, obwohl ich es ja eigentlich schon fusioniert habe und so weiter und. Okay. Ich habe ja nicht dreimal dasselbe Schwert. Wo ist sicher? Ja. Na, noch eine Spionquest hier. Wir haben eine Spionquest angenommen, kann das sein? Ja, wir sind doch mit dem Klass auch relativ oft in... Stimmt. ...in der feindlichen Linie unterwegs. Okay. Herrlicher Tag, nicht wahr? Herrlicher Wünscht Tag, ihr nicht etwas wahr? Von mir? Seid gegrüßt. Oh, das Ding war meistens doch gar nicht hier. Mann. So, läuft. Aha. Ja, das ist unsichtbar. Einfach so geswitcht, Lady. Zieht ihr wieder aus dem Laufweg raus. Genauso wie meine Mama, wenn ich glaube, dass Netgear der größte Scheiß ist. Was für ein Ding? Netgear. Hier, unser Internetrouter. Wir sind direkt von da. Ja, das Problem ist halt immer so, das Internet kann so gut sein, wie es will. Aber wenn der Router nicht passt, dann bringt es halt nicht. Das war bei uns auch so. Wir sind ja auch bei Telegram. Ich möchte jetzt darüber keine Kommentare lesen. Ich bin mit dem Internet super zufrieden. Also ja, haltet euch zurück. Aber wir hatten halt anfangs so, ja, diesen richtig billigen Standard-Router, der halt nicht auf diese Internet, auf dieses Internet ausgelegt war, weil es ist halt nur mal eine 50k Leitung. Wenn wir halt einen Router haben, der, keine Ahnung, auf 10k ausgelegt ist, dann ist ja schön. Und dann, wo wir dann halt den richtigen Router hatten, der halt auch wirklich die Leistung bringen konnte, seitdem 1A. Keine Probleme, also wie gesagt, Internet und Router sind halt so, ne? Was wünscht ihr? Also mal gucken, bereits erlernt. Bereits erlernt. Ah, 31, das brauche ich nicht. Geht jetzt. Stigma ist hier wieder. Oh, ja, schon eine dunkelblaue Quest. Ein Glückstag, muss ich die gleich an? Unten oder oben? Unten. Ja, unten habe ich vorbeigelaufen, deswegen habe ich die gar nicht
Ja, das ist nämlich mit der Würfelerweiterung. Ja, nehme ich gleich an. Ich komme hinab. Treue und Waffen. Was kommt euch gerade auf? Arieluma. Schmitzi. Oh Mann. Warte ich hier unten auf dich, oder? Ja. Ich werde jetzt an meine Fertigkeiten Bücher mal in den letzten Slot ziehen. Ich muss sagen, ich werde mit euch, ich habe jetzt keine Stigma-Scherben mit. Aber Gott sei Dank hab ich da welche mit. Gucke ich Marborn. Marborn ist ein Stufe 12 Kleriker und befindet sich in der Höhe Distanz 7 Meter und geht jetzt nach oben. Okay. Und da kommt auch schon Diamant Dragon. Die ist Alter. In der Legion Diamant Ponys. Heißt, das sind eigentlich übelst die Pussys, die sich ja. Diamanten an den Arsch kleben. Ja, und die halt denken, dass sie so einen richtig großen haben und eine richtig breite Muschi, aber in Wirklichkeit können sie nichts. Und ja. Und sie haben ein eigenes Zuhause. Ist das nicht schlimm? Hier ist übrigens Mogdana von der Legion Enrage, wo uns vorgeworfen wurde, dass denen unterstellt wurde, dass die unseren TS führen, weil einer aus unserer Legion versucht hat, auf unseren TS zu kommen, aber bei Enrage gelandet ist. Ja, wie das passieren konnte, ist mir immer noch unklar. Da freut man sich, wie die bitte schon unser Passwort gehabt hätten. Oder unsere IP. Die müssen ja halbwegs genauso pervers gedacht haben wie wir. Ja, das Wichtige ist ja eigentlich die IP, die müsste ja nicht selber sein. Heißt, hätten wir theoretisch kein Passwort? Ne, warte, das geht ja auch nicht. Selbst wenn wenn die IP dieselbe ist, dann würde man ja, egal ob Passwort oder nicht, würde man ja trotzdem dann bei denen raufkommen. Naja. So ist das Leben. Stimmt's, Yukinori? Die Schöne mit den roten Haaren. Ja. Hier oben noch mit jemandem reden, okay. Ich kann da hinten mit jemandem noch reden. Jetzt kann ich denn hier mit Leuten reden, das ist ja... Was soll das? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was soll ich sonst nur mit dem reden? Okay. So immer nach oben. Ich bin gerade auf dem Weg nach unten. Nein, in andere Richtung. Ich warte am Ende des Ganges. Hahaha, Ganges. Alter. Liebe dich. Ich dich auch. Warum bist du denn so Stigma da? Hast du mit dem Typen da schon gesprochen, hinter dir? Ja, nicht auch blau angezeigt.
hat mir aber nicht mehr angezeigt. Erinnern. Hm, dann nicht. Da spult der Benutzer von mir. Hm, okay. Hm, okay. Hoi. Wieso bist du da runter? Weil da auf der Brücke. Ach ja, stimmt, wegen den Schwing. Der Schwingtypi. Ja. Den dürfen wir noch nicht vergessen. Nach höherem Streben ist mein Wahlspruch. Einfach mit vor der Nase rumspringen. Oh, mit dem Schützen werden ja die Flügel von Asmus wieder geil. Die werden rasch gut zu passen. Das ist wahr. So, muss man jetzt. Jetzt müssen wir runter zum Lager, zum Würfelerweiterer da. Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, du täuschst dich nicht. Gut. Ich glaub's aber mal. Sagen, seit wann hast du eine Wolke, aber das bist ja gar nicht du. Ah, ich hab eine Wolke, hab einen weißen Name inklusive weißen Legi-Dings. Wow. Ja. Ah, ich hab eine Wolke. Ja, du bist gut. Bin ich das nicht immer? Na, ja, natürlich, ja. Ja. Na, du Würfelmuschi. Gib mir. Sofort. Juhu. Geht da. So. Ich habe gehört, wir machen zur Tikraki-Insel. Das ist der neue Waffe weiter hoch. Das war ja sowieso irgendwann questmäßig hin, also da. Ja, guck mal, da haben wir schon mal mehr Platz. Ja, müssen wir nicht. Wir wollen noch sowieso gleich nach Richland, da. Stimmt. Treue und Waffen. Was muss ich jetzt genau? Weg da. Gehabt euch wohl. Ja, und ich hab da unten deine scheiß Eli-Mesens rausgenommen. Noch Mensch. Ey, weißt du, wie das aufregt? Du hast das Weg Grünes und dann nehmt immer das Falsche raus. Ja. Wenn ich Dings brauch. Dann musst du ja mal lesen. Ja, wunderbar. Ja. Lesen, tu mir das bitte nicht an. Ach, schon kannst du nicht, ne? Genau, hab ich verlernt. Hey, wieso sind da jetzt 11 China runter? Weil mich das total nervt, wenn da 1 oder 11, ich will eine gerade Zahl haben. Boah, der macht doch eine 22 draus. Ja, Alter. Ey, so bekommen wir unser Digi-Geld von... Auch zusammen, ja. Oh Gott, Pakete. Für 31k, Wahnsinn. Sie haben es fast wieder geschafft. Ich hab dir doch einen spendiert, brauchst du jetzt keins. Ja, aber ich meine, fast haben sie es wieder geschafft, auf den Normalpreis mit runterzukommen hier. Nach der Attacke von 75 Miller und so. Ja, klar. Nehmen wir hier von den Typen gleich an. Welchen Typen? Das Event-Dings. Ja, na klar. Hast du das schon, oder wie? Ja. Warum nicht? Ich dachte, Boah. Das hast du auch. Nee, ich hab's extra noch weggelassen. Ja, wieso denn? Wenn's doch da ist, dann können wir es auch nehmen.
Ja, schreibt dran, das Laufen ist am besten. Vor Assos fliehen. Hast du noch Wehrdienstamulette? Moment. So, ich habe noch 3 Stück davon. Wieso? Okay, ich hab 2. Ariels Licht scheint auf uns. Ne, da kann man die Säcke auch klein mit reinhauen. Wohin? Was sollen wir jetzt aktivieren? Dann, können wir sie ja auch gerne essen. Ah ja. Wie werd ich? Nein, richtig ich auch. Na gut, aktivieren wir. Ja, ein Countdown. 3, 2, 1, go. In Anbetracht der geringen Flugzeit kannst du mir ruhig mal deine Art und Weise und deinen Weg präsentieren, wie du zu dieser Insel gelangst. Okay. Dann gib mir mal kurz meine Karte, bevor es dann wieder falsch macht. Gehen ins Licht. Ja. Ja. Genau, ich lande und krieg erstmal 448 Schaden. Wahnsinn. Ist gut. Zumindest habe ich den Weg sonst immer. Weil man den eigentlich schon gerade sehr leicht vergessen kann. So, für Ikonen, okay. Siegel, Kelche, Kronen. So. Was habe ich denn? Eine große Uralte. Arieluma. 4800 AP. Das ist super. Ja, euer Abis-Rang hat sich zu Soldatrang 7 geändert. Ich wollte gerade sagen. Hammer. Boah, wie sieht die falsche aus? Was ist das denn? Ja, ich wollte gerade sagen. So, Teleporter.